Hallo und schon ist es wieder soweit zu einer neuen Folge von The Grill Junkie. Heute machen wir einen griechischen Burger. Ganz einfach, gestern ist Tzatziki übrig geblieben, das verwenden wir und deshalb griechischen Burger. Ich habe mir aus dem Internet dazu das Hackfleisch ein Rezept rausgesucht. Gehen wir rein, fangen wir an. Hier unsere kleine Übersicht. Petersilie, Oregano, Paniermehl, Essig, Butter, ein Ei, Tomatenmark, Salz. Dann nehme ich heute den Sektpfeffer Hamburg von Ankerkraut, Olivenöl, ein paar Kartoffeln, Zwiebeln, natürlich unser Hackfleisch und eine Reibe. Ich erkläre kurz, Petersilie wird klein gehackt, Zwiebeln und Kartoffeln werden hineingerieben und dann fangen wir schon mit unseren anderen Gewürzen an. Auf geht's! Oh Mutti, ich fang zum Heulen an. Oh. Nun kommt ein knapper Esslöffel von dem Essig hinzu. Ein satter Schluck Olivenöl. Etwas Oregano. Circa einen Esslöffel Tomatenmark. Paniermehl, Semmelbrösel oder ähnliches. Da werden wir nachher noch gucken. Salz und Pfeffer nach Belieben. Und dann können wir das Ganze verkneten. Auf die Konsistenz natürlich achten, entsprechend noch Paniermehl hinzufügen. So, ich habe noch etwas mit Salz und Pfeffer nachgewürzt, eben mit dem Paniermehl auf die entsprechende Konsistenz. Das Ganze darf jetzt nochmal im Kühlschrank etwas ruhen, bevor ich die Patties forme. Und derweil heize ich draußen den Grill an. Probier nochmal. Einwandfrei. Und dann sehen wir uns gleich nachher draußen. So, dale. 4 schöne, mächtige Fladen habe ich gemacht. Das Hackfleisch übrigens war gemischtes. Originalrezept reiner Rinderhack. Ich habe gemischtes lieber. Ihr wisst es ja mittlerweile. Und Knoblauch habe ich weggelassen. Auf Rücksicht auf meinen Schatz. Aber dieses Mal den Grill ohne jeglichen Schnickschnack hier runter. Grillen wir sie erstmal direkt an. Na? Dann werden wir schon sehen, was draus wird. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir es umdrehen können. Ups. Jawohl, löst sich. Leichte Röstaromen. Ja.
einfach mal zum Kosten. Also lecker ist es. Die lassen wir jetzt im indirekten Bereich noch ordentlich ziehen. So, die waren jetzt eine ganz geraume Zeit drauf. Grund ist, Schatz ist noch in der Arbeit gewesen. Ich toaste dabei jetzt schon mal die Brötchen an. Aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Wie gehabt. Aber das kennt ihr ja sicherlich. Und dann sehen wir uns gleich einen Meter weiter, wenn ich sie zusammenbaue. Wir können den Zusammenbau starten. Das Schöne daran, dass es recht schnell geht. Unser Tzatziki vom letzten Video. Einmal Deckel unten, Boden und Deckel oben. Wer natürlich noch möchte, kann noch einen Käse drauf tun. Feta-Käse natürlich vorzugsweise. Ich verzichte auf den ganzen Firlefanz heute, weil ich einfach nur das Tzatziki, das Fleisch und etwas Salat wollte. Hübscher Nebeneffekt, Tzatziki ist endlich weg. Dann habe ich verschiedenen Salat organisiert. Da kann man natürlich auch nehmen, was man möchte. Das etwas braunere wird mein Mitternachtssnack. Deckel drauf. Und fertig sind meine Version von einem griechischen Burger. Klaus, du mögst mir verzeihen, aber ich muss sagen, ausnahmsweise mal einfach schnell und lecker. Nun denn, ich werde jetzt hineingehen, mit Family essen, noch ein paar Fotos für euch machen und somit Vorhang auf für die Fotoshow. Aufgegessen, aufgefuttert, aufgemampft. Es war lecker. Wirklich lecker. Mal was anderes als Burger. Mit den Kartoffeln im Hackfleisch drin. Auch mal was anderes. Macht es einfach mal nach. Kommt wirklich gut. Nun ja, ein klitzekleines bisschen, klitzekleines bisschen viel Pfeffer habe ich erwischt, aber der Pfeffer selber wirklich hervorragend. Ich muss sagen, so einen guten Pfeffer habe ich noch nie gehabt. Astrein. Auto. Egal. Nun ja, das war's auf alle Fälle jetzt mit dem Video. Ich wünsche euch noch was. Wenn es euch gefallen hat, Daumen immer fleißig nach oben. Freue ich mich riesig. Für die, die es noch nicht haben, vielleicht noch ein Abo. Das übliche. Hulala, bla bla bla. Bis zum nächsten Mal. Check mal wieder was aus. Hasta la vista. Hallo. Und schon ist es wieder zu. So. Essig, eine Tomate, Tomate, ein Ei. Plapp, 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 plapp. Nochmal.